Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, heute geht es um die bayerische Energiepolitik. Ich besuche heute die Leiterin der Energiepolitikabteilung, Frau Dr. Ulrike Wolf. Bitte kommen Sie mit. So. Guten Tag, Frau Dr. Wolf. Guten Tag. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wie ist die Energie heute? Meine Energie ja. Oder die gesamte Energie? Ihre erstmal. Meine Energie ist gut. Ja. Und die bayerische Energie ist heute auch super. Ja. Sie sehen das an der Sonne. Wir sind das Photovoltaikland Nummer 1 in Deutschland. Und wir bereiten uns wohl gerade auf die große Mittagsspitze in der Photovoltaik vor. Was heißt das genau für unsere Zuschauer, Photovoltaik? Photovoltaik, das sind diese Platten, die man auf dem Dach hat, die Strom erzeugen. Mhm. Da ist Silizium drin das erzeugt Strom und der wird dann in die Netze eingespeist. Das wurde ja mal auch begünstigt, also die Leute, die das eben auf die Dächer bauten, Also auch auf Bauernhöfen und so. Aber das ist ja so ein bisschen zurückgenommen worden. Es gibt verschiedene Phasen in der Photovoltaikförderung. Am Anfang, wir reden ja nicht erst seit 2011 von der Energiewende, sondern wir haben angefangen eigentlich schon Anfang der 2000er Jahre. Und da ging es eigentlich um eine Klimawende, eine CO2-Wende, nicht in erster Linie um den Atomausstieg. Damals gab es Photovoltaikplatten nur sehr teuer und nur aus deutscher Fertigung. Und die wurden sehr, sehr hoch subventioniert. Und zwar subventioniert in der Förderung über das Erneuerbare Energiengesetz, das wir im Wesentlichen auch heute noch haben. Die Investition zahlt sich ab über Einspeisevergütungen. Das heißt, pro Kilowattstunde eingespeisten Strom in die öffentlichen Netze bekommt der, der sich eine Anlage auf das Dach setzt, eine Vergütung. Und das war zunächst mal das 100.000 Dächerprogramm der rot-grünen Bundesregierung. So fing das an und 100.000 Dächer ist relativ wenig. Ich glaube, die haben wir in Bayern, allein in Bayern, locker beieinander inzwischen. Und haben sich Skaleneffekte natürlich gezeigt und die Anlagen sind preisgünstiger geworden und damit ist auch die Subvention wieder schrittweise zurückgefahren. Nun ist es natürlich Geschmackssache. Ja? Also wenn man heute durch unser schönes Bayern fährt und sieht dann so Bauernhöfe mit diesen Dächern, das gefällt nicht jedem. Ja? Das ist ja auch ein Thema in der ganzen Energiewende. Da wollen wir heute mal richtig drüber sprechen. Meine erste Frage ist, es gibt derzeit, glaube ich, über 300 Kernkraftwerke auf der Welt. Also wir sind umzingelt. Allein Frankreich hat über 20, die Schweiz hat Kernkraftwerke, Slowenien, die Tschechen, Italien. Jetzt, wenn es Fukushima nicht gegeben hätte, was wäre denn da passiert? Man hatte ja einen Kernenergieausstieg schon mal beschlossen in der rot-grünen Bundesregierung. Der war aber sehr viel später. Der wäre dann irgendwann in den 30er Jahren gewesen. Und dann hat die schwarz-gelbe Koalition sogar den Ausstiegszeitpunkt noch etwas nach hinten geschoben. Also ich denke, ausgestiegen wären wir so oder so, aber vielleicht nicht ganz so schnell. Die Frage, wie das sich verhält, wir sind ja auch eine Nation, die sehr führend war in der Forschung und in der Kernenergietechnik. Ich denke nur an Siemens, an die Siemens-Tochter Areva, aus der Siemens inzwischen auch schon wieder ausgestiegen ist. Man hat sich entschieden, halt auch auf Druck aus der Bevölkerung,
Kernenergie nicht mehr, nicht mehr weiter zu verfolgen. Wie das industriepolitisch ist, das muss man halt sehen. Aber wenn man jetzt mal so schaut, also was die Vereinigten Staaten gemacht haben, also Obama hat gesagt, ja, wir setzen jetzt da Sicherheitsprüfungen ran. Und man kam dann eben zu dem Entschluss, dass man sagt, nee, also das ist alles in Ordnung. Wir steigen also nicht so schnell aus. Und es gibt zum Teil Verlängerungen bis zu 60 Jahre. Die Frage ist, wie denkt die Bevölkerung, wie denkt also der bayerische Bürger, die bayerische Bürgerin über den Energieausstieg oder über die Energiewende? Also, und ich glaube, dass da eben Ihr Ministerium, also allen voran die Ministerin Ilse Aigner, dass die ja da hinter der Bühne richtig arbeitet. Und wollen wir uns vielleicht da mal kurz... Setzen wir uns. Dass wir da mal ein bisschen drüber reden, weil da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen. Wie ist denn der Stand der Dinge momentan? Zum Kernenergieausstieg? Ja gut, also ich denke, das muss man einfach sehen. Das sind unumkehrbare Prozesse und die sind nicht nur politisch unumkehrbar, weil wir diese Ausstiegsbeschlüsse haben und auch den Ausstiegszeitpunkt 2023, sie sind auch technisch unumkehrbar. Die deutschen Kernkraftwerke und das letzte, das abgeschaltet wird, das wird Isar sein, die bereiten sich vor auf den Ausstieg. Also da werden, Grafenrheinfeld geht etwas früher vom Netz als gedacht, nicht ganz so früh, wie sie es dazwischen mal gedacht haben, weil man einfach auch bestimmte Erneuerungsmaßnahmen nicht mehr trifft. Und auch Isar, ich habe mit den Stadtwerken gesprochen, die sind zu 25% an Isar beteiligt, die sagen, wir leiten gerade den Rückbau ein. Also wir werden uns anstrengen müssen, um mit Erneuerbaren und mit flankierenden fossilen Technologien das zu erreichen, also die Energieversorgung in Deutschland zu erreichen. Nun, wie gesagt, Bayern ist da vorbildlich. Es gab ja, glaube ich, 2014 hat Bayern ja den Preis bekommen, genau, also für eine wirklich sehr saubere Energiepolitik. Aber so der Otto-Normalverbraucher, der sagt, okay, der Strom kommt aus der Steckdose. Ja. So ist es natürlich nicht. Ja? Sondern der Strom wird zugekauft oder eben die Hitze, die Wärme wird zugekauft. Wenn Sie da mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten für unsere Zuschauer. Wie kommt der Strom in die Steckdose? Genau. Weil, also eigentlich historisch haben wir thermische Kraftwerke. Also das ist eigentlich die historische Form der Energieerzeugung immer gewesen. Und und jetzt haben wir eben sehr stark auch Strom aus erneuerbaren Energien, aus Photovoltaikanlagen. Wenn Sie jetzt eine auf dem Dach haben, dann wird Ihr Verteilnetzbetreiber, in der Regel ist es das örtliche Stadtwerk oder das örtliche Überlandwerk, das nimmt Ihnen mit seinem Netz diesen Strom ab. Sie haben einen Zähler und kriegen für diese eingespeiste Strommenge die vereinbarte Vergütung. Und so wird, oder auch wenn wir bei Windparks, wir haben die thermischen Kraftwerke, die einspeisen, wir haben im Moment natürlich hier auch noch die Atomkraftwerke, die noch am Netz sind, die speisen alle ein. Das wird dann von den Verteilnetz- und Übertragungsnetzbetreibern verteilt und den Verbrauchern wieder zugeordnet. Das ist sehr spannend, zum Beispiel in eine Schaltzentrale zu gehen, um dann zu sehen, wie viel Intelligenz und wie viel Leistung, Gehirnleistung, wie viel Vorausschau nötig ist, um all diese Quellen miteinander so zu koordinieren, dass eine gute Stromversorgung da auch rauskommt. Aber die Frage, die uns ja alle beschäftigt, Energie ist irgendwann mal ein sehr wichtiger Rohstoff, kann man fast sagen. Ja? Und Energie ist natürlich, was Sie gerade beschreiben, also je nachdem, bei welcher Stadt man ist, bei welchen, zum Teil wird es ja gebrokert. Ja, aber natürlich. Ja? Ja. Also muss man sich aufpassen, dass man immer den richtigen Preis hat. Der kann heute so sein, der kann morgen so sein. Aber die Frage ist immer wieder die Frage, schafft man das ohne Kernkraft? Das kann wahrscheinlich keiner sagen. Doch. Kann man sagen. Also möglich ist alles. Ja? Aber es ist eine Frage des Preises. Also man kann auch
Man kann es natürlich ohne Kernkraftwerke machen, aber man muss es bezahlen. Im Moment zahlen wir die Investition in die Erneuerbaren über die EEG-Umlage. Und wir haben eigentlich überlappen sich da zwei Szenarien, die die Sache sehr schwierig machen. Zum einen haben wir seit Ende der 90er Jahre, ursprünglich war ja, ist ja Strom, ist ja ein Gut der öffentlichen Versorgung. Das ist ja eine Daseinsvorsorge eigentlich. Deswegen war auch die Stromerzeugung zunächst mal immer in staatlicher Hand. Denken Sie an das Bayernwerk, ja, oder an Isar-Amper-Werke oder auch RWE. Das ist auch ein Zusammenschluss von verschiedenen kommunalen Energieerzeugern. Das war ein staatlich, kommunal in öffentlicher Hand die Stromerzeugung. Wir hatten den umfassenden Energieversorger hier in Deutschland und die haben sich das Gebiet einfach untereinander geteilt. Dann ist Ende der 90er die EU gekommen und hat gesagt, das sind Monopole. Man muss Unbundling machen, man muss diese Monopole auflösen, man muss. Der Energieversorger hatte sowohl die Erzeugung als auch die Netze. Man muss die Netze und die Erzeugung trennen. Das führt dann zu solchen Entwicklungen, dass wir hier TenneT-Gebiet sind. Und TenneT ist eine holländische Firma, die sogar dem holländischen Staat gehört. Die haben hier dann die Netze gekauft. Die E.ON, in der das Bayernwerk aufgegangen ist, hat sich beschränkt auf die Erzeugung von Energie. Jetzt, wenn man mal schaut, Ihr Ministerium, Sie leiten den Bereich Energiepolitik, Ihr Ministerium hat ja da auch viel geleistet, leistet viel, aber so nach außen kommt verhältnismäßig nicht so viel an. Ja? Also das heißt, das ist ja schon spannend, dass wir mal darüber reden, denn ja. Sie machen ja wirklich einen super Job, ich weiß das, ich habe ja auch mit Ministerin Aigner gesprochen. Sie ist ja auch eine tolle Persönlichkeit, weil sie aus der Technik kommt. Genau. Sie versteht das auch. Aber zeitweise war sie wieder beim Ministerpräsident Horst Seehofer und jetzt ist sie ja wieder bei Frau Aigner. Das heißt, da muss man schon auch kämpfen, denn Bayern ist natürlich schon ein Land, das durch auch Siemens, also auch viel technologisches Know-how. Ja, wir sind der größte Standort bundesweit von DAX-Unternehmen. Also in Bayern haben die meisten DAX-Unternehmen bundesweit ihren Sitz. Also wir sind wirtschaftlich ein sehr, sehr erfolgreicher Standort und das müssen wir erhalten. Und dazu gehört eine sichere Stromversorgung. Das bedeutet nicht nur, dass der Strom fließt. Da ist, sondern der muss auch immer in der richtigen Frequenz sein. Also diese 50 Hertz, da gibt es eine ganz geringe Toleranz. Produktionsanlagen oder die steigen aus, auch Kraftwerke steigen aus, wenn das zu weit weg ist von den erforderlichen 50 Hertz. Also da sind minimale Toleranzen drin und wir dürfen uns auch keine Sekundenausfälle leisten, weil das kostet die Unternehmen sehr viel Geld, ihre Produktionsanlagen dann wieder neu zu konfigurieren, wenn es einen Sekundenausfall gegeben hat. Lassen Sie uns doch noch mal so ein bisschen zu den Ländern kommen, die Bayern quasi umringen. Ja. Also nehmen wir mal jetzt Herrn Putin, ja? Der natürlich ein großer Energielieferant ist. Also wir müssen ja auch mal über Gas sprechen, ja? Aber auch über Strom. Inwieweit ist da die politische Moderation wichtig? Ja, also wir können uns ja auch nicht zu sehr abhängig machen. Ja? Also man sieht es ja, dass Europa ist sicherlich ein friedliches Europa, aber dennoch gewisse Erpressungspotenziale sind ja da vorhanden. Also man sagt ja, also wenn der jetzt damals mit Ukraine, Russland, wenn die jetzt da im Winter abschalten, wird es sehr kalt. Ja? Also wie ist denn da so der Sicherheitsbereich aus bayerischer Sicht? Gegenüber dem Appell. Also wir haben natürlich mein letzter Bereich vor dieser, vor der Energiepolitik war Außenwirtschaftspolitik. Also da habe ich mich dann eher mit dem Import von Energie unter anderem befasst. Bezüglich Russland ist es, denke ich, noch nicht richtig schwierig. In Aserbaidschan haben die
Leute von dem dortigen Energiekonzern mir gesagt, Oil is about money and gas is about power. Denn Öl kann ich transportieren. Das ist eine relativ dichte Energie, also ein relativ dichter Energiespeicher. Eigentlich sind ja auch, muss man ja sagen, dass solche, Öl oder Gas ist ja auch ein Energiespeicher. Ja. Gas ist nicht dicht. So, ich kann Öl gut transportieren, für Gas brauche ich eine Pipeline. Deswegen ist Gas about power und ich habe, wenn ich Pipelines irgendwohin habe, dann habe ich ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, also ein gegenseitiges. Die Russen, wir brauchen das Gas der Russen und die Russen brauchen unser Geld. Man sieht auch an der, wir reden alle immer nur über russisches Gas. Das ist nicht unbedingt russisches Gas, sondern an der Verteilung oder an der Vermarktung des Gases sieht man auch ehemalige Machtstrukturen, weil die Pipelines alle über Russland laufen, ja? Aus Kasachstan. Kasachstan hat ungeheuer viel Gas. Die kriegen das bloß nicht weg, weil die haben kein Meer und die haben auch keine Pipelines, die nicht russisch sind. Und wenn sie sich diese ganzen, oder die nicht über russisches Staatsgebiet laufen, wenn sie sich diese ganzen Querelen anschauen um das Projekt Nabucco, das sollte eine Pipeline sein, die nicht über russisches Gebiet geht, sondern über die Türkei, dann nach Europa, das ist nicht mehr existent, das Projekt, weil die Russen da viel zu sehr dagegen sind. Die Russen haben ein Projekt South Stream befürwortet und dieses Projekt geht dann wieder über russisches Gebiet. Also die passen sehr genau auf, dass sie da ihre Machtposition nicht verlieren. Im Moment, denke ich, sind wir ein wichtiger Abnehmer und die brauchen uns für Devisen. Und die russische Wirtschaft ist auch sehr stark noch rohstofforientiert. Das ist eine ihrer ganz großen Schwächen. Und deswegen geht es denen gut, wenn die Rohstoffpreise hoch sind. Also auch der Ölpreisverfall und der angekoppelte Gaspreisverfall des letzten halben Jahres hat die Russen einfach viel gekostet. Probleme werden wir möglicherweise kriegen, wenn die Pipeline nach China fertig ist, zu der letztes Jahr der Vertrag unterschrieben wird. Dann ist es natürlich, im Moment haben sie in dem Punkt gegenüber Europa nicht wirklich Erpressungspotenzial. Das war das Erste. Später vielleicht schon. Das Zweite ist, wir haben einen großen Speicher für Gas, das ist nämlich das Gasnetz. Und Gas kann ja dann auch in diesem Netz nochmal weiter verdichtet werden. Also eigentlich ist das ganz gut. Wir kommen über einige Monate hinweg, auch wenn die Russen uns den Hahn zudrehen. Das werden sie sich gut überlegen, weil sie das Geld brauchen. Darüber hinaus fordern wir jetzt von Bayern aus, fordert unsere Ministerin, so wie man eine nationale Ölreserve hat, auch eine nationale Gasreserve, dass eben ein bestimmter Teil von dem in Anlagen eingelagerten Gas auch da drin einfach bleibt. Sie sind ja nah mit der Ministerin im Gespräch, fast täglich wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, sie macht da wirklich einen super Job, sie denkt an die Zukunft. Beschreiben Sie doch mal die Stärken der bayerischen Energiepolitik. Die Stärken der Bayerischen, also wir sind, das eine ist natürlich, dass wir sehr, also wir sind ursprünglich mal, oder das bayerische Wirtschaftswachstum hängt zusammen mit der bayerischen Energiepolitik. Als man plötzlich Revierfernenergie zur Verfügung hatte, das war damals die Atomenergie, ist hier auch in den 70er Jahren das bayerische Wirtschaftswachstum nach oben gegangen. Ich glaube, das ist jetzt Schnee von gestern. Wir sprechen jetzt über ganz neue Energieformen. Wir sehen aber auch an dem Leitstern, den wir letztes Jahr bekommen haben, dass wir in den erneuerbaren Energien sehr gut dabei sind. Wir sind sehr gut dabei in der Entwicklung der Technologien für Erneuerbare. Arbeiten Sie natürlich auch ganz stark mit bayerischen Unternehmen zusammen. Die bayerischen Unternehmen sind da sehr stark dabei. Ich denke, was auch eine Stärke ist,
Wir haben beschlossen, dass wir machen die Energiepolitik, wir machen einen neuen Politikstil in der Energiepolitik. Wir machen das nicht über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern wir nehmen die Menschen mit. Wir haben seit November letzten Jahres bis zum Februar einen ganz umfassenden Energiedialog durchgeführt, an dem über 700 Menschen auch beteiligt waren, die ihre Position zur Energiepolitik und zur Energie einbringen konnten und aus denen wir dann den weiteren Weg für die bayerische Energiepolitik entwickelt haben. Also es geht nicht mehr ohne die Menschen, man muss die Menschen mitnehmen. Und das ist dieses Gemeinsame, das ist eine ganz große Stärke der bayerischen Energiepolitik im Moment und eine Stärke von Frau Aigner, die diesen Dialog eben angestoßen hat. Nun ist es ja so, man muss ja als Bürger oder als Bürgerin ja auch aufgeklärt sein, ja, weil wie gesagt, Energie ist ein Faktor, der, man kann jetzt nicht sagen, was kostet Energie in 10 Jahren von heute. Also darum ist die Aufklärung sehr wichtig, also auch die Transparenz. Und da machen Sie ja einiges. Sie haben ja Broschüren, Sie geben das raus, Sie geben also Schulungen ab. Das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn schlussendlich kommt ja die Energie nicht nur durch die Steckdose, sondern sie kommt irgendwo her. Und wenn sie da nicht mehr herkommt oder wenn sie eben zu teuer herkommt, dann ist der Endverbraucher natürlich auch mit dabei. Wenn wir jetzt einfach mal so an das bayerische Energiekonzept mal denken, die Wirtschaftlichkeit ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Also der Bürger oder die Bürgerin kann natürlich auch viel dazu beitragen, dass sie sagt, okay, ich mache jetzt das Licht in der Waschküche eben aus, wenn die Maschine läuft und solche Geschichten. Wie wichtig ist denn das, dass eben die Bürgerinnen und Bürger mitmachen? Also ich denke, das ist ganz entscheidend. Also die allerbeste und allerbilligste Energie ist die, die man erstmal gar nicht verbraucht. Also man muss immer auch überlegen, das ist natürlich wenig, was der Einzelne beitragen kann. Wenn alle es tun, dann wird das eine Größe. Ja. Also Energieeffizienz, Energiesparen, überlegen, was brauche ich wirklich, das ist essentiell erstmal. Ja. Wir sind in der glücklichen Lage hier in Bayern, dass wir trotzdem, also wir sind jetzt ein Land mit Zuzug, wir sind ein Land mit Wirtschaftswachstum. Wir werden nicht irgendwie 30% Energie einsparen können, sondern wenn mehr Menschen kommen und wenn die Wirtschaft wächst, dann wird auch Energie verbraucht. Aber wir gehen davon aus, dass wir durch diese Maßnahmen der Energieeffizienz oder die Industrie auch vorbildlich macht, also Einsparungen im Produktionsbereich und Einsparungen auch in privaten Bereichen, dass wir dadurch auch den Energieverbrauch trotz wachsender Wirtschaft, trotz wachsender Bevölkerung konstant halten können. Dr. Wolf, was mir so gut gefällt an der Energiepolitik hier in Bayern, ist also auch, dass Sie darauf achten, dass die Bezahlbarkeit nicht aus dem Ruder läuft. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja. Das also, ist, ja. Weil der Strom, wie gesagt, man muss heute schon auch googeln. Ja, das ist halt einfach, BayWa bietet an, also alle Großen kommen da rein und plötzlich gibt es da Preisunterschiede, die sind unglaublich. Das heißt auch die Aufklärung, die Transparenz ist ein wichtiges Thema der bayerischen Energiepolitik. Wie achtet ihr da drauf? Ihr seid da auch ständig im Gespräch mit den Wirtschaftsgrößen. Natürlich, auch die Transparenz. Wir wollen aufklären über das, was wir tun. Wir machen verschiedene Kampagnen. Wir sind auf allen größeren Messen mit Ständen vertreten, was man kann in der Energiepolitik. Wir sind mit der Wirtschaft im Gespräch, sei es über die Kammern, sei es über die Wirtschaftsverbände. Man muss natürlich alles ganz, ganz offen, also man muss das ganz offenlegen. Man muss auch alle mitnehmen. Ja. Ja. Wir müssen ja bestimmte Lernprozesse alle auch durchlaufen. Und Sie sagten, wir gehen davon aus, es gibt ein energiepolitisches Grunddreieck
Und das ist Sicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. Und in diesem Dreieck, diesem magischen Dreieck der Energiepolitik, müssen sich alle Maßnahmen dann auch bewegen. Nun gibt es ja die Kohle. Da gibt es ich hatte mal das Vergnügen, vor vielen, vielen Jahren mit Dr. Herrhausen zu sprechen, der schon damals auch, kommt er aus dem Ruhrpott, das ganze Thema Kohle, Energie immer wieder angefasst hat. Aber geht es ohne Kohle? Also wir haben Ziele über die für die Erneuerbaren. Und wir wollen jetzt, Bayern will im Jahr 2023 50%, also ungefähr 43 Terawattstunden aus Erneuerbaren herstellen. Der Bund möchte im gleichen Zeitraum 35% des Energieverbrauchs aus Erneuerbaren herstellen in der Produktion. So. Und das zeigt, also 50% oder 60% muss irgendwo anders herkommen und das andere ist konventionelle Energie. Und Kohle ist eine konventionelle Energie und es wird auch Energieproduktion aus Kohle weitergeben. Sie haben das ja in der Vergangenheit auch sicherlich verfolgt. Gabriel hat einen Vorschlag gemacht, um die CO2-Ziele der Bundesregierung zu erreichen und wollte ältere Kohlekraftwerke damit stärker belasten und den Aufschrei, den das gebracht hat in der Lausitzregion, den haben wir alle mitverfolgt und auch im Ruhrgebiet. Also klar, es wird etwas geben, aber wir denken, dass man die weitere Versorgungssicherheit, also diese andere Hälfte oder die anderen zwei Drittel, da wird man schon auch eine CO2-Komponente brauchen, weil Energiewende ist ja nicht nur Atomausstieg. Energiewende ist ja auch weg von dem CO2, von der CO2-Produktion durch die Industrieländer. Und da muss man, denke ich, für die Versorgungssicherheit auch dann an die Sauberkeitskomponente denken. Also oder nicht nur für die Versorgungssicherheit, sondern für die anderen 50 bis 60 bis 70%. Ja. Wenn man das so hört, was Sie sagen, ist es ja wirklich ein Riesenkaliber, dieser Umstieg Energiewende. Und man muss da immer wieder die Ministerin Aigner bewundern, wie sie das mit einer wirklich Ruhe auch durchzieht. Ja. Und manchmal, wenn man so die Zeitungen liest, dann habe ich das Gefühl, also wenn ich komme ja ein bisschen aus der Technik, auch die Medien verstehen gar nicht, was da dahinter ist. Also nicht, natürlich gibt es einige Medien, die verstehen es. Aber Energiepolitik scheint immer so ein trockenes Thema zu sein. Aber es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt in der bayerischen Politik. Es ist eines der wichtigsten Themen, die wir im Moment haben und die wir anschieben können. Und ich finde, man redet immer über Technikmisstrauen. Ja. Ja, wir misstrauen der Technik. Bei all den Steinen, die man der Energiepolitik und der Energieversorgung in den Weg legt, muss man sagen, daraus spricht ja eigentlich ein riesiges Vertrauen in die Technik. Die Technik soll das irgendwie lösen. Ja, auch wenn, man ist sich ganz sicher, dass diese Dinge alle lösbar sind. Also, und das ist ein großes Vertrauen in die Technik. Und ich glaube, was wichtig ist, dass auch das Vertrauen in die Frau Aigner wirklich besteht, auch von seitens der Regierung, dass sie das drauf hat. Denn es ist ja nicht lösbar, quasi dann sagen, naja, okay, das ist in 4 Monaten, das ist alles gelöst. Sondern die Zeiträume sind manchmal politisch so unsicher, weil da passiert wieder irgendetwas, da kommt da was oder hier was. Und darum, glaube ich, muss man das auch sehen, dass das wirklich eine Investition ist in die nächsten 20 Jahre oder vielleicht noch mehr. Ja. Und dann, wenn man eben Entscheidungen nicht gleich bekommt, weil Kabinettsbeschlüsse oder weil eben Störmanöver aus anderen Bundesländern kommen, dann
dann kann so ein Zeitraum plötzlich weggehen oder eben die finanziellen Angebote, die da dahinter stecken. Ja, es ist wie wenn man sagt, ja, also jetzt beginnen wir, ich sage jetzt mal, mit dem Konzertsaal, mit dem neuen, wir wissen genau, wo das ist und wir haben jetzt ein Angebot und das besteht da, aber dann sagt jemand, nee, das geht doch nicht, dann muss man wieder ein neues Angebot einholen. Also das heißt, hat auch was mit Geld zu tun, da geht es ja um Milliarden. Ja? Und ich glaube... Vielleicht sollten wir mal bei den Milliarden eine Zahl in den Raum stellen. Ja. Der deutsche Verbraucher, sowohl der private als auch der industrielle Verbraucher, dem ist die Energiewende im Jahr ungefähr 23 Milliarden wert. Das ist nämlich das Geld, was über die EEG-Umlage umverteilt wird. Also das kostet... Aber reicht das? Ja, das reicht. Also das ist im Moment 23 Milliarden im Jahr, das ist eine Menge. Und wir wollen, dass es nicht weiter ansteigt. Ja. Ja, also die Dynamik ist jetzt so, dass über die EEG-Umlage wird halt das umgelegt, was man braucht. Ja, also das heißt, das reicht, das ist gar nicht die richtige Frage. Es wird dann mehr, wenn man mehr braucht. Aber wir denken, dass das die Grenze, also dass jetzt im Moment die EEG-Umlage bei 6,14 bis 7 Cent pro Kilowattstunde, das muss reichen. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt gehen wir beide mal raus, jetzt schauen wir uns mal das Wasser an, denn Wasser ist auch ein wichtiger Energieversorger. Und Wind haben wir heute zwar keinen, aber da sprechen wir gleich drüber. Wasser, Wind und Sonne. Genau, das schauen wir uns jetzt an. Wunderbar. Okay. Ja, jetzt sind wir hier bei einem Naturstrom, kann man sagen. Ja. Wie wichtig ist die Wasserenergie für unser Bayern? Ja, Wasser ist eine ganz wichtige Energiequelle für Bayern und auch schon immer gewesen. Denken Sie an das Walchensee-Kraftwerk, denken Sie an Oskar von Miller, einen der Apologeten überhaupt der Energie. Und Wasser führt dazu, Wasserkraft hat physikalisch ganz tolle Eigenschaften, nämlich sie ist schwarzstartfähig. Das heißt, ich brauche keine Energie, um ein Wasserkraftwerk wieder anzuschieben, sondern ich lasse das Wasser runter und das Ding läuft. Und es ist eine Regelenergie, das heißt, sie ist sicher, sie ist nicht von Wetter abhängig und zusätzlich wir sind sehr gut im Ausbau der Erneuerbaren, auch dank der Wasserkraft. Das ist ein Lagevorteil für Bayern in Europa, die große Wasserkraft aus den Alpen. Die wir haben, ja. Isar, ist alles da, Donau, Isar, historisch Isar-Amper-Werke, ja, so ja. Fing das ja an. Ne? Das heißt, das ist Wasserkraft gewesen ursprünglich mal. Ja. Das Thema Wind. Ja, das müssen wir auch mal besprechen, also diese großen Windräder, ja, die man natürlich, wenn man mal nach Dänemark geht, also das ganze Meer ist verbaut. Das ist natürlich, sagen wir mal, von der Optik her für den Bürger nicht so das Tolle. Aber geht das ohne diese Windräder, müssen wir uns darauf einstellen, denn sie verbauen ja auch Landschaften. Ja. Ja, wir in Bayern haben ja entschieden, dass wir solche Landschaftsverbauungen nur noch haben wollen, wenn die Leute auch wirklich damit einverstanden sind. Also dass die Windräder einen Abstand von Wohnbebauung von 10-mal ihrer Höhe haben müssen. Es sei denn, es findet sich vor Ort, sind die Leute einverstanden und wollen diese Windräder haben. Dann kann man auch über die 10-mal die Höhe gehen. Also dann ist das möglich. Ich persönlich halte im Moment auch diesen Ausbau der Windkraft im industriellen, im industriellen Maßstab für nicht ganz optimal, sagen wir mal so. Ja. Der Ausbau im Norden und dann entsteht natürlich zusätzlicher Transportbedarf in den Süden und die erzeugen wirklich sehr viel, also so nach den Ausbauplänen erzeugen sie halt wirklich auch sehr viel Energie. Wenn der Wind weht, haben wir so viel Energie, dass wir das verschenken ins Ausland. Und zwar verschenken wir Strom, der eigentlich bezahlt ist, also weil
der Windkraftbetreiber bekommt das Geld, wenn er in die öffentlichen Netze einspeist, dann kriegt er das. Und es kann sein, dass eben der Stromhändler dann gezwungen ist, den Strom sehr billig ins Ausland weiter zu verkaufen. Ja, also wir zahlen da auch sehr viel. Also ich denke, das muss man sich auch überlegen, wie viel ist dann im öffentlichen Interesse und im Interesse aller Verbraucher, die Veranstaltung bezahlen. Ein weiteres Thema ist das Thema Trusten. Ja? Mhm. Also da hat ja kürzlich die Ministerin gesagt, also nicht durch Bayern. Kann man diesen Standpunkt aufrechterhalten? Also ich habe schon das Gefühl, dass die im Norden sagen, ja, die Bayern wollen sich da eine Extrawurst braten. Wie ist da Ihre Einschätzung? Weiß ich noch nicht. Ja. Ich habe mit meinen Kollegen in Baden-Württemberg und Hessen gesprochen. Die sind natürlich nicht begeistert. Allerdings muss man auch überlegen, dass Bayern von den Trassen so betroffen ist wie kein anderes Bundesland. Also wir bauen 3 HGÜ-Verbindungen von Nord nach Süden. Das eine ist der Korridor A, der geht ganz im Westen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dann noch 50 Kilometer in Baden-Württemberg. Der wird auf Bestandsmasten aufgelegt. Da ist jetzt nicht wirklich neue Betroffenheit, weil das geht im Rahmen des Bestandes. Da profitiert Baden-Württemberg schon mal davon. Und dann wollen Sie, die zweite Trasse ist der C-Korridor, das ist dieser sogenannte Südlink, der ist im Moment in aller Munde nur mit Wilster-Grafen-Rheinfeld, aber eigentlich hat der 3 Stränge und 2 davon gehen nach Baden-Württemberg. Ehrlichkeitshalber muss ich sagen, es ist bisher nur einer bestätigt, der nach Wendlingen ist noch nicht, Bad Segeberg-Wendlingen, der ist noch nicht von der Bundesnetzagentur bestätigt, aber wir haben Wilster-Grafen-Rheinfeld, das ist der bayerische Strang und dann als zweiten Strang haben wir den von Brunsbüttel nach Großgartach, der geht nach Baden-Württemberg. Und sehr viel von dem würde halt auf bayerischem Gebiet laufen, sehr wenig davon auf Württemberger Gebiet, also vergleichsweise weniger davon auf Württemberger Gebiet. Und wir hätten aber, also unsere Bevölkerung würde darunter leiden. Und dann haben wir den dritten, den Korridor D, der geht von nach der jetzigen Planung von Wolmirstedt in der Magdeburger Börde bis nach Gundremmingen im Schwäbischen. Das heißt, der quert einmal Bayern. Und wenn wir diese Trassen aneinander, also wenn wir die Trassenkilometer durch Bayern nehmen, dann sind das 430 Kilometer neue Trasse nach den Plänen der Bundesnetzagentur. So viel neue Trasse hat kein anderes Bundesland. Ja. Und das würde natürlich die Landschaft schon wesentlich beeinflussen. Das wissen wir, also das muss ich jetzt sagen, da gibt es laufend neue Technologien. Da gibt es auch die Möglichkeit, Betonmasten zu nehmen, sodass das nicht so gewaltig ist, wie man ursprünglich gedacht hat. Aber natürlich, es ist eine neue Technologie und es sind neue Trassen. Und wir sagen, man muss eigentlich sehen, dass man das so ähnlich macht wie im Korridor A und weit. Also wenn es denn erforderlich ist, wenn wir denn die Möglichkeiten der Einsparung, des Ausbaus der Erneuerbaren, Versorgungssicherheit im Süden durch Gaskraft, wenn wir all diese Rahmenbedingungen erfüllt haben und haben dann noch Übertragungsbedarf, dann muss der so umwelt- und menschenverträglich wie möglich umgesetzt werden, nämlich in Bestandstrassen und soweit es möglich ist und Erdverkabelung, wenn wir nahe an Siedlungen kommen. Das ist im Moment, es ist unsere Auffassung. Und aus unserer Sicht bieten sich Bestandstrassen eben für den Südlink an auf Baden-Württemberger Seite. Und da fragt man sich dann, warum wird das denn nicht genutzt? Ja. Naja. Was ich jetzt so mitnehme jetzt aus unserer Sendung jetzt, ja, ich glaube, wichtig ist, dass das Wirtschaftsministerium die Aufklärung weiter so perfekt vorantreibt. Weil ich glaube, viele Menschen in Bayern, die denken, naja, das läuft schon irgendwie. Ja? Und was ich glaube, ist, dass da so viele Parameter zu erfüllen sind, dass man auch darüber nachdenken muss, dass man den Zeitrahmen wirklich so vernünftig setzt, dass die Erwartung nicht zu schnell kommt. Denn so eine Energiewende, ja, das braucht einfach politische Kraft, das braucht Wirtschaftskraft, das braucht Aufklärung, das braucht die Bürger, die mitziehen. Und nicht, dass es dann so wie ähnlich mit Flughafen, Stadtbahnen, neuen, dass dann Widersprüche kommen und so, sondern dass man sagt,
Energie ist Zukunft für uns Menschen und Energie muss bezahlbar sein, es muss umweltfreundlich sein und es muss innovativ sein. Ja? Und ich glaube, da seid ihr doch federführend, da seid ihr richtig gut drauf. Und es ist ja schön, dass man auch sagt, nicht nur die Zukunft ist weiblich, sondern ein großer Teil der Energiepolitik von Bayern ist in weiblichen Geistern und Händen. Und ich glaube, die Ministerin ist da wirklich engagiert und auch ehrgeizig. Und wie ist denn so, der Ministerpräsident unterstützt Sie da gut, oder? Die Ministerin ist da richtig gut dabei. Ja. Die ist auch ganz tief in den Themen schon drin. Mhm. Und Sie müssen auch sehen, dass die Themen halt wahnsinnig komplex sind. Also wir haben wirklich, man kann in beliebige Tiefe gehen. Wir haben die EEG-Umlage gestreift, also das betrifft die Finanzierbarkeit. Wir haben die Übertragungstechniken. Wir haben die Frage, was machen wir, also zum Beispiel dezentral vor Ort. Also dieses, all das ist so ich habe am Anfang immer gesagt, so ein Klötzchenspiel, jeder nach Interesse einzelne Klötzchen wieder raus nimmt und sagt, ihr habt aber das ist das Wichtige und das kann das sein. Ich denke, dass der Ministerpräsident auch, indem er sein politisches Gewicht, dass er Mitglied des Koalitionsausschusses ist, auf Bundesebene mit einbringt und da nach einer Lösung sucht, die verträglich ist und wo man alle Menschen auch mitnehmen kann, dass er da auf dem richtigen Weg ist und die Ministerin gut in ihrer sehr komplexen Tätigkeit unterstützt. Herr Dr. Wolf, vielen herzlichen Dank. Das war eine klare Aufklärungsfaststunde gewesen. Ja, liebe Zuschauer, ich bin mir sicher, der bayerische Ministerpräsident wird das gut in Berlin vertreten und ich glaube, Bayern ist mit der Energiepolitik doch in guten Händen und wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch einen schönen Tag.